Hallo zusammen und willkommen zurück zu Conan Exiles. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge meines Conan Exile Gameplays. Ich habe zwischen dieser und der letzten Folge Demon Blood gefarmt, sodass ich jetzt ausreichend Demon Blood hatte, um einen weiteren Map Room zu bauen. Ich habe alles, was notwendig ist, um Richtung Norden zu gehen, vorbereitet. Ich habe also eine Furnace gebaut, eine Schmiede. Ich habe einen zusätzlichen Schmied eingepackt, der uns nachher die Tools dort oben herstellen kann. Ich habe zwei Wheel of Pain, ach, alles Mögliche. Alles, was wir brauchen, um einmal auf dem Weg dorthin besuchen wir Sepomeru. Dort in der Nähe werden wir ein kleines Lager aufschlagen, aber wirklich nur kurz. Wir werden uns den Trigger holen, dass wir den Journaleintrag hier haben. Und dann geht es auch schon weiter hier Richtung Norden. Und dann werden wir uns, muss ich mal schauen, irgendwo hier niederlassen. Warum hier? Weil wir hier eigentlich relativ guten Zugang zu Star Metal haben und hier oben auch ein paar Black Eyes und hier ist noch, hier ist Black Eyes, da hinten ist Black Eyes. Aber wir haben dort relativ schönen Zugang zu den Ressourcen und das Ziel ist es jetzt eigentlich ab nach Sepomeru, unterwegs noch einen Obelisken holen, der in der Nähe von Sepomeru ist. Dann weiter nach Norden, dort den Obelisken holen und dann dort auch ein Lager aufschlagen. Schauen wir mal, was ich vergessen habe, wenn wir oben sind. Eigentlich sollten wir alles haben. Die Standardbesetzung, die wir mitnehmen, ist Beastmaster Timers, ein Träger und die Hupfdohle. Der Träger hat alles, die Trägerin hat alles dabei, was wir brauchen. Und dann würde ich sagen, auf und davon. Wir werden nicht den kürzesten Weg nehmen, sondern wir werden durch die Trockenzone reiten, an der Oase vorbei, weil ich noch den Obelisken holen will, bevor wir nach Sepomeru reingehen. Und ja, also teilweise kennen wir dann die Gegend schon. Aber ich würde trotzdem, denke ich, ein kleiner netter Ausflug. Ich habe noch auf der Tour, wo ich das Demon Blood gesammelt habe, nochmal einen Worker gefunden für diese Worker Posts. Einen named. Das heißt, jetzt habe ich drei Stück, ein 2-2er und ein 3er übrig. Da muss ich mal schauen, wo wir die dann einsetzen. Ob wir die dann im Norden sammeln lassen werden, wo nicht oben sind. Oder ob wir am Outpost in der Buccaneer Bay die einsetzen. Mal schauen. Aber es ist echt wie verhext. Ich habe immer noch keinen 3er Bearer gefunden, der mir Alchemical Base gegeben hat. In anderen Gameplays habe ich wirklich von dem Zeug, keine Ahnung, 5.000, 6.000 auf Lager. Und auch schon relativ früh dann auf Lager gehabt, teilweise bevor ich es überhaupt gebraucht habe. Aber das ist einfach der Zufall. Der ist in diesem Gameplay nicht auf meiner Seite. Ist das ein großes? Ja, das nehmen wir mit. Okay.
Könnt ihr das da drüben mal bitte? Danke. So, ihr könnt... So. Das sind also die ganzen Sachen, die ich jetzt hier mit genommen habe. Ich habe auch noch Aloe-Extract. Ich habe mir Essen zubereitet, damit wir, wenn es doch zu kalt werden würde, wir einen wärmenden Effekt haben. Einmal eine Suppe, damit ich auch gleichzeitig den Durst stille und eben essen. Ich war noch am Überlegen, ob ich noch einen dritten Satz Ausrüstung baue, um gleich an der Oasen-Outpost zu machen. Aber ich habe mich dann doch entgegen entschieden, weil ich eigentlich jetzt wirklich zuerst mal dann auch ein bisschen im Norden bleiben möchte, um ausreichend... Ich weiß, was ich vergessen habe. Shitkram. Okay. Dann würde ich sagen, greift das mal an, das ist auch ein großes. Ich habe den Brimstone vergessen. So. Aber immerhin, ich habe es rechtzeitig gemerkt. Ich würde sagen, pausiere ich hier an dieser Stelle und dann machen wir hier wieder weiter, wenn ich wieder hier bin. So, da sind wir wieder. Ich habe den Brimstone geholt, den Schwefel. Und bei der Gelegenheit gleich noch 2000 getrocknetes Holz, damit wir für die Furnace nicht noch extra... Kohle sammeln müssen wir jetzt nicht ein riesen Ding da oben, wo wir uns niederlassen werden, hat es auf jeden Fall genug. Aber mit 2000 getrocknetem Holz und dieser verbesserten, mit diesem verbesserten Schmelzofen, das hält, oh, ich glaube, weit über 100 Stunden. Ja, also da können wir eine Menge Sternenmetall, Star Metal einschmelzen. Beziehungsweise ich habe ja eh bloß 4000 Schwefel dabei. Von daher ist es ja eh erstmal Ziel Nummer 1, ist im Prinzip diese 4000 Sternenmetall zu bekommen. Und damit hätten wir einen guten Grundstock, also da kommen wir eine ganze Weile hin, ohne dass man wieder auf Tour gehen muss. Hier bin ich am Überlegen, hier an dieser Oase kann man sich schön niederlassen. Entweder was Kleines auch auf Stelzen, auf Säulen. Dass wir die Verwüstung, da die Auslöschung, the Purge, dass wir die nicht triggern. Weil wenn wir hier aus der Gegend was wollen, dann können wir auch wieder ähnlich wie da, wo wir im Süden jetzt schon diesen Purge Trap aufgebaut haben, hier schön was bauen. Das hätte auch wieder den Vorteil, dass wir es irgendwo in der Ebene bauen können, unabhängig jetzt von, ob das als Location für eine Festung sinnvoll oder schön oder toll wäre, sondern einfach nur, dass wir der da, der ist richtig fett. Und der teilt furchtbar aus. Das ist auch einer von denen, wo ich mich als Charakter wirklich extrem zurückhalte und mich da nicht einmische, wenn meine Gefährten den da bearbeiten. Und da ist es auch absolut ratsam, nur
mit Gefährten, die wirklich eine gute Ausrüstung haben, hinzugehen. Also sprich, gute Waffen und vor allen Dingen eine super Rüstung. Also die Epic-Varianten sind da zwingend Voraussetzungen. So, da vorne sehen wir schon den lila Nebel. Das ist der nächste Obelisk, den wir ansteuern. Da werden wir bei Gelegenheit mal hingehen. Hier gibt es auch Schwefel zum Abbauen, Unmengen. Aber da warten wir, bis wir die Sternmetall-Axt, Pickel bzw. die Pickaxe haben. Dann lohnt sich das auch. So, mal kurz absteigen. Das ist der Obelisk, den man nachher immer anspringt, wenn man nach Sepp-Meru will. Oder eben auch zur Oase. Man hat ja jetzt gesehen, das waren jetzt 2 Minuten mit dem Pferdl hier rüber. Und der liegt recht praktisch. Auch wenn man jetzt hier eine Festung oder nur ein Outpost in oder bei Sepp-Meru baut. Hier geht es ins Warmaker Dungeon rein. Also von daher ist es auch gut, die Location von dem Obelisken. Ich sag so oft So, und da sind wir schon. Bevor ich reinreite, kontrolliere ich nochmal meine 3 Kollegen. Ob wir. Nee, machen wir was anderes zuerst. Wir bauen zuerst hier unser Lager auf. Wir bauen zuerst hier unser Lager auf, weil dann können wir nachher gleich weiterreiten. So, was brauche ich für die Vorlage? Also, ich brauche auf jeden Fall mal das. Die Hälfte von den Truhen. Ein Bett. Ein Wheel of Pain. Ein Ding. Eine Dismantling Bench. So, das bauen wir erstmal auf. Also, dann machen wir das hier hin. Beide genommen, ja, das war Blödsinn. Dann können wir das gleich wieder rein. Dann brauchen wir. Ah, der hat das. Okay, alles klar. Dann ein großes Zelt. Mal gucken, wo wir das aufstellen. Das ist ja erstmal nur, damit wir ein Lager haben. Da können wir die Kisten hier irgendwo hinstellen. Dann können wir da 3 Kisten reintun. Dann stellen wir hier ein Bett auf. Das heißt, wenn wir jetzt sterben, würden wir hier wieder auftauchen. Dann brauchen wir einen Platz für ein Wheel of Pain. Dann brauchen wir einmal die Presse und einmal die Dismantling Bench. Dann können wir hier die Sachen schon wieder. Oh, ja, genau, Dankeschön. Unhöfliches Viech. Das hier kann wieder rein. Das kann wieder rein. Das. Ein Lagerfeuer brauchen wir, ein Grinder brauchen wir. Den Grinder tun wir hier daneben. Und das Lagerfeuer machen wir schön kuschelig neben dem Bett. So, und dann kommt das hier rein. Dann lassen wir einen Teil von dem Heilzeug hier. Und den Rest nehmen wir mit. Und jetzt kontrollieren wir noch schnell. Behavior. Guard me. Behavior. Guard me. Behavior. Guard me. Und jetzt können wir noch das Viech kurz zerlegen.
Dann reiten wir kurz nach Sepermeru rein, damit wir den Trigger haben. Ah, den haben wir schon. Das ist gut. Und dann würde ich sagen, 16:02 Uhr, das heißt, es wird bald dunkel. Dann reiten wir doch rein, weil dann machen wir da auch nochmal kurze Pause, bis die Sonne wieder aufgeht. All dieweil, kurz was trinken. All dieweil essen ich nicht im Dunkeln Richtung Norden reiten möchte, weil sobald wir die Grenze Richtung diesem nördlichen Gebiet überschreiten, ist es dort nachts furchtbar dunkel. Das heißt, dann können wir jetzt hier gerade noch kurz durch Sepermeru spazieren. Ein Paradies für, ich wollte gerade sagen Sklavenjäger, für Thrall-Sammler, sagen wir mal vorsichtig. Also wir haben hier, kommt Trigger, ein Tempersmith. Und ja, Performer, Koch. Da ist noch eine Spezialität, die kommt mit dem Mod von Multigun, dass er die Chance auf Named erhöht. Diese sorgt auch dafür, dass der Captain wieder, dass es wieder möglich ist, den niederzuknüppeln und als Gefährte zu besorgen. Ah, das Montaguys 100 Euro. Also, da wären wir auf jeden Fall, sobald wir den Außenposten errichtet haben, hier einige Stunden verbringen. Und hier machen wir jetzt nicht, können wir mit Conan reden. Hier gibt es noch einen Hinweis auf einen Dungeon hier. Wir werden jetzt aber erstmal hier hoch. Hier gibt es Unmengen Emotes. Hier haben wir wieder von der Harlot. Von der haben wir ja schon einen Teil gefunden. Wieder ein Story-Fragment. Im Prinzip fängt ihre Geschichte hier an. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann ist Harlot diejenige, die sich ja dann von dieser Hand stürzt. Ja. So, jetzt müssen wir hier uns umgucken. Hier liegen jede Menge Fragmente rum. Hier, Clap. Das ist auch ein Journal von jemand anderem. Und dann müssen wir hier... Wir nutzen jetzt, bis es dunkel wird, die Zeit. Point, wieder ein Emote gelernt. Das hier ist das Tempelquartier. Hier hat man gute Chancen auf Named oder zumindest hier. Ah, hier. Ein Named Set-Priester. Ich bin mir aber nie sicher, ob ich hier mal alle finde. So, noch eine Kiste? Ja. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das brauchen wir nicht. Hier drüben hat es, glaube ich, noch was. Hier. Da ist was schiefgelaufen. Da sieht man die Reste einer Explosion. Hier hat es auch eine Unmenge Kisten oben auf den Dächern oder hinter Mauern versteckt.
Gibt zig Anleitungen, die da sagen, ja, ganz am Anfang kann man da herkommen, um eben auch Material zu finden, das man so noch nicht herstellen kann, beziehungsweise wo man eben noch nicht mal die Ressourcen an die Ressourcen rankommt. Auf da ist richtig, ja, es ist ein gewisser Vorteil. Oh, auch ein Named. Es ist ein gewisser Vorteil, aber die meisten Sachen braucht man in der Phase auch noch gar nicht. Und wenn man hierher kommt, muss einem klar sein, dass gerade wenn man gleich am Anfang sich durchwurschtelt, dass wirklich alles und jeder, mit dem man sich hier anlegen würde, stärker ist als man selber. Wenn man mit den Dolchen gut umgehen kann, ist zumindest alles, was man bluten lassen kann, potenziell besiegbar. Aber oh, hier ist noch was. Haben wir das schon? Naja, Bierherr haben wir schon. Ich muss mir echt mal eine Liste machen, was man wo findet. Aber ich glaube, das war es im Wesentlichen. Hier ist, glaube ich, noch was, oder? Clap haben wir auch schon. Ja. Ich gucke mir mal einen Guide an und dann werden wir mal gezielt. Wir werden auf jeden Fall nochmal nach Sepomeru reinkommen. Nicht nur einmal. Wie gesagt, allein wegen der Option hier unterschiedlichste Begleiter sich zu besorgen oder eben auch Handwerker. Und das bietet sich an. Hier hinten geht's in das Dungeon, in den Dungeon oder in das Dungeon Weinzeller, den Weinkeller runter. Ein wunderschönes Dungeon, aber da sollten wir A bessere Rüstung und B bessere Waffen haben. Und ansonsten können wir uns ganz langsam hier nach vorne bewegen. Ich glaube, ich muss nachher mal kurz Gemüse zupfen und einen Baum fällen. Damit ich meine Fackel reparieren kann. Hier vorne in der Ecke muss man ein bisschen aufpassen. Da drüben sind, also man sieht ja die normalen Bewohner hier sind alle neutral. Das heißt, solange ich denen nichts mache, machen die mir auch nichts. Aber dann gibt es so Ecken wie da drüben. Das ist so Diebesgesindel. Und wenn man denen zu nahe kommt, die greifen an. Da muss man aufpassen. Der da drüben gehört zu denen. Ja, ich höre schon. Ja, der greift schon an. Kommt da? Das ist, was ich meine, wenn man sich jetzt hier gleich zu Anfang herbegibt. Das endet manchmal dann in einem reinen Durchsterben. Und ja, kann man machen. Finde ich jetzt nicht so toll. Ah, ein Worker 3. Aber wisst ihr was? Den erledigen wir. Der hat doch jetzt Alchemical Base. Was gucken, hat es jemand gesehen? Nein. So, das nehmen wir mit, das packen wir nachher aus. So, und jetzt wird's hell, das heißt, wir können jetzt Richtung Norden reiten. Da oben hat es dann auch Alchemisten, Chance auf den Alchemisten. Hier drüben hat es dann auch nochmal Tänzer, Taskmaster, Sklaventreiber fürs Rad.
Also wirklich alles, was das Herz begehrt. Aber wir wollen nach Norden und lassen uns auch nicht ablenken. So, jetzt mal ganz kurz schauen. Ja. Die halbe Stunde mache ich auf jeden Fall voll. Da werden wir so an der Grenze zum Norden sein. Hier unten ist so ein Boss, wie wir ihn erledigt haben, um den ersten Kopf zu besorgen. So ein bisschen mehr wie ein Miniboss, also der, aber gibt nett Erfahrung. Und wenn man mit dem klarkommt, dann kann man sich auch mit einem richtigen Boss anlegen. Nämlich hier, da drüben sehen wir die Königin. Die macht schon ein bisschen mehr, teilt schon ein bisschen mehr aus. Das ist auch ein guter Platz. Wir haben ja drüben das Zeug aufgebaut, aber das muss ja nicht heißen, ob man nicht eventuell sich hier niederlässt. Direkt am Wasser, ein bisschen weiter weg von Sepomeru. Ja, ein paar Meter weiter. Aber zum Farmen eben von der Queen hier ideal. Das heißt, besser geht's gar nicht. Ja. Du mich auch. So, gucken wir mal ganz kurz auf der Karte, damit ihr seht, wo wir sind. Das heißt, wir sind hier hinten aus Sepomeru raus. Und werden uns jetzt hier auf dem Weg nach Norden machen und hier oben in das eigentliche andere Biom dann überwechseln. Da drüben ist auch so ein kleines Lager, da wo der Cursor hinzeigt. Von da, ja, jetzt sieht man sie, jetzt rendern sie auch. Relic Hunter Slave Dingensen. Und da hat man eine Chance auf ein Named. Auf ein, ich glaube, Named Armorer und auf einen Taskmaster. Hier ein Stückchen weiter hoch kann man wieder schön Rhinos sammeln. Oder halt Rhino Hide sammeln. Miezekatzen hat es auch. Und irgendwo hier, muss man ein bisschen aufpassen, rennt auch ein Löwe als Boss rum. Wobei die Löwen, also die männlichen Löwen, die es hier im Spiel gibt, die mit der Mähne, die sind meines Wissens nach alle One Skull, also diese einfachen oder Mini-Bosse mit einem Schädel, diesem Skull. Sind wir hier richtig? Ja, hier gerade hoch. Da, Miezekatze. Was manche auch machen, ist auch nicht keine dumme Idee, ist praktisch hier auf der Grenze irgendwo und dann eine Basis zu bauen, weil man dann zum einen hier relativ schnell im Süden ist, Richtung Sepomeru und dann aber eben auch Richtung hier im Norden das abgrasen kann. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut, damit es einfach zwei Teile werden und die halbe Stunde nicht allzu sehr überziehen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, Daumen nach oben oder ein Abo vielleicht sogar. Wäre ganz toll.
Ansonsten hoffe ich euch jetzt gleich in der nächsten Folge wiederzusehen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss erstmal und bleibt gesund.